Sprengstoff- oder Drogenspürhunde kennen Sie wahrscheinlich. Jetzt gehen hier bei der Deutschen Bahn 6 Hunde auf die Suche nach was weniger Kriminellem, bedrohte Tierarten. Die schnüffeln los, wenn irgendwo eine Bahnstrecke gebaut werden soll, wie hier die Gleise für die S6 zwischen Frankfurter Berg und Berkersheim. So wird dann auch keine Gelbbauchunke platt gemacht. Wie die Hunde trainiert werden, das schauen wir uns jetzt an. In dieser Metallbox sind verschiedene Löcher drinne und da kommen Gerüche raus, zum Beispiel von einer Eidechse. Und Golden Retriever Dame Whisper hat gerade den richtigen Geruch gefunden und bekommt dann auch schon Leckerchen. Auch auf die Suche nach dem richtigen Geruch geht's für Labrador Fenner. Da wurden im Schotter verschiedene Gerüche versteckt, so kleine rote Teilchen. Und da hat sie das jetzt auch schon gefunden. Dann setzt sie sich hin und zeigt: Ich hab's. Bei großen Bauprojekten kommt es ja immer wieder zu Baustopps, weil dann doch nochmal ein Kammmulch gefunden wurde. Resultat, das zögert sich massiv in die Länge und wird immer teurer. Ab 2020 sind die 6 Artenspürhunde deutschlandweit im Einsatz. Dann geht das alles ein bisschen schneller.